euch, die von der Seite in Pecklitz ranfahren, haben es mit Sicherheit schon erkannt. Ja, ich bin heute mal nur mit PKW in Pecklitz. Ihr könnt es ja hinten durch die Heckscheibe sehen. Kein Anhänger, keine RZR. Die steht schön zu Hause, sauber und gewaschen. Die ist sozusagen vorbereitet für TÜV. Ich muss TÜV machen lassen. Deswegen wollte ich heute nicht nochmal nach Pecklitz mit der Karre, sondern nur so. Da nehme ich einige von uns, die im letzten Video nicht mit dabei waren, dieses Wochenende da sind. Aber ich dachte, okay, fährst du hin, guckst dir das Drama an und vielleicht fängst du auch ein paar Videosequenzen ein. Schauen wir mal. Ja, was gibt es noch zu sagen? Erstmal vielen Dank für alle, die das letzte Video geschaut haben. Nur, was ist los? Es sind so viele, muss ich sagen, die meine Videos schauen oder aber meinen Kanal nicht abonnieren. Was passt euch nicht? Schreibt es doch mal unten in die Kommentare rein. Was kann ich verbessern? Was kann ich anders machen? Ich bin ja flexibel, ne? Also alles kein Thema. Da musst du mal mit mir reden. Ja, ansonsten nicht vergessen. Ende März ist die Auslosung. So, dann machen wir hier mal schön in die Rohre. Palim, palim. Und dann gucken wir. Ah, ich sehe das schon. Micha ist da. Ja, Dachlackschrauber steht da hinten schon. Der wollte heute mit auch kommen, aber mit ATV. Buggys sind heute aber auch ein paar am Start, aber ich glaube mehr ATVs. Ja, aber ich werde heute schön bei Thorsten mitfahren. Ich habe mich gefragt und sein Beifahrerplatz ist leer. Also, und wenn ihr noch mehr wissen wollt, ne, Instagram, Facebook, da ist Buggy Atze auch vertreten. Einfach mal Kanal abonnieren und dann kriegt ihr noch ein bisschen von dem Ganzen drumherum mit. So, ich bin da. Ich steige jetzt aus und gucke, was hier Lucky macht. Kanada oder was? So, also, hast du hier gepennt, oder? Ja! Moin! Na, mein Bester? Hast du echt hier gepennt? Nein. 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 Aber ich bin eine halbe Stunde weg schon hier. Ja? Jo. Ich habe gerade gesehen, da oben mit deiner Luke zugemacht hast du. Ja, aufgemacht. Oder aufgemacht. Oder durchzieht hier, wenn du hier drin raus, ja. Gut. Ja. Also sehen wir uns gleich im Park wieder. Ja. Wieder, ne? Ja. Gut. Bin gespannt, was das heute wird. Also Sascha, machst du erstmal Haushalt oder was? Machst du erstmal Haushalt? Ja. Hast du wieder Reben beschrottet? Was weißt du denn? Ich weiß alles, Junge. Alles hier. Ich war so froh, dass ich vor 9 Uhr fertig bin, dass es keiner sieht, Alter. Ja, vor allen Dingen bei dir ist das eigentlich ja, eine Kür. Hallo. Hallo. Na, ihr? Hübschen? Sascha, grüß dich. Wir haben uns ja schon. Ach, gucke hier, sitzen sie schon wieder rum, Junge. Bier in Hals, dummes Zeug nasseln. Na, ihr alten Gangster? Sashi! Na? Boris! Hallo! Hallo, Deutschlands Schönster. Moin, moin. Renten mal schöner. Grüß euch. Ja, ja, das ist ja. Sie müssen sich wahrscheinlich erholen, weil sie gestern streifig waren. Man kennt sie, man kennt sie. Gar nichts. Wenig mit. Gar nichts. Kein Ladegerät. Nur ein DB-Killer. Ja. Kein extra Ladegerät. Ja. Aber Lucky hat einen DB-Killer. Wieso ist der auch da? Ja. Oh. Ja, aber gestern, als ich krank Leute, Pickwitz, DB-Killer. Ich habe gerade mit Mike gesprochen. Hier im Offroad-Park Pickwitz haben die Probleme ein bisschen mit dem Ordnungsamt. Das heißt, sie gehen ihnen auf den Sack, weil hier irgendeiner was ihr postet hat mit irgendwie irgendwelche Kern zerlegt, keine Ahnung. Ab sofort in Pecklitz, egal ob ein normales Wochenende, ob was ein Treffen, spielt keine Rolle mehr. Baut eure Kern um, DB-Killer rein. Die schießen jetzt hier scharf. Es steht ja schon seit Jahren auf der Seite von Offroad Park Pecklitz in den AGBs.
ne, dass es nicht eine bestimmte Dezibelzahl überschreiten darf. Aber jetzt wird hier scharf geschossen. Wer zu laut ist, darf seine Sachen packen und darf wieder gehen. Ist für mich auch eine neue Situation. Ich habe auch noch mal jetzt mit Mai gesprochen, wie gesagt. Habe gesagt, vielleicht noch mal, jetzt zum Beispiel bei Telegram sind es ja auch, einfach mal noch mal die Leute darauf hinweisen. Aber für meine Abonnenten jetzt, ihr wisst Bescheid. Tut eure Scheiß RJWC oder wie sie alle heißen, schmeißt die raus, macht eure normalen rein. Oder einen vernünftigen DB-Killer, der auch was bringt. Und dann seid ihr hier safe in Backwoods. Es geht scheinbar los. Ken M musste noch ein bisschen schrauben. Naja, wie immer. Das ist bei uns so in der Gruppe, ne? Wir Polaris-Fahrer, wir schrauben im Winter. Und die Ken M-Fahrer im Offroad-Park. Brüllmücke! So los? Ach, kein Allrad. Ach so.
der Balz, da hängt er.
letzte Video hat er verkackt. Mal gucken, was heute. Steht doch. Hier überschlagen sich ein bisschen die Ereignisse. Nächstes Update. Der Danny Laue, der hat einen Offroad-Shop. Und ja, der hat mir gerade über Instagram geschrieben, dass er den Teilnehmern aus der Verlosung vom letzten Video, also dem Gewinner, der kein Zelt und kein Schlafsack sich extra zulegen möchte oder nicht hat oder wie auch immer, der Danny würde dem Teilnehmer das sponsern. Und jetzt kommt's, der Danny hat gesagt, danach
kann er das komplette Equipment behalten. Mega Idee, mega Sache. Ich bin auch voll begeistert von dieser Idee. Danny, nochmal vielen Dank an dieser Stelle. Ich werde den Shop auch hier gleich mal einblenden und auch unten in der Videobeschreibung werdet ihr den Link zu dem Shop von Danny finden. Offroad Sachen, Räder, Schlafsäcke, Schuhe, er hat alles Mögliche da. Schaut doch mal rein, vielleicht ist was für euch dabei. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle und jetzt geht's weiter mit dem Video. Wahnsinn, top. So, die Jungs wollen mal über das relativ jungfräuliche Sandgebilde rüberfahren. Sashi vorne weg, wie es aussieht. Das hier ist ja noch alles machbar. Aber ihr seht schon, es reicht. Geht weiter so. Hier wird es interessant. Was kommt dahinter, Atze? Eine Senke, die ist ungefähr so tief wie da. Also der Hund, der ist genau so auf der Seite wie hier. Ja, siehst du? Und dann wird es ja noch höher. Ja, und total loser Sand. Auf jeden Fall spannend. Aber irgendwer muss ja mal hier rüberfahren, dass denn alle mal hier langfahren können irgendwann, ne? Das ist nun mal so. Das hier wird ja. Sashi, Micha, gehst du mal aufs Bild? Oh. Danke. So etwa das damit da. Nein, du hast einen wunderschönen Körper, aber das dahinter ist gerade interessant, damit zu schauen. Weich. Der Wühlsee, das ist ja frisch aufgeholt. Sascha freut sich. Das ist geil. Sascha ist immer am Lachen. So eine Menschen braucht man um sich. Positive Menschen. Geile. Hier wollen wir rüberfahren. Ja. Wir können den Hut. Jawohl, ich hab's geschafft. So, jetzt. Jetzt nur hier runter. Meinst du runterschleppen? Haltet ihn fest. Ist ja weich. Ja,
Stehplatz. Das passt gerade. Ganz einfach. Warte. Von einer Kenne. Ach Quatsch. Warte. Sascha hat mich überfahren. Okay. Klappt drüber weg. Wo soll man denn rauf? Was ist passiert? Hatte ich auf Video. Ist auch runtergefahren und sonst keiner gestellt. Was richtig. Ist ganz schön hoch. Ja, ja, natürlich. Er hat ja auch die Schaufelradbagger drauf. Jawohl. Siehst du, Sashi, wie einfach das geht? Ja. Ja. Ja, das geht mit einmal durch. Da kannst du echt aufmächtig. Dahinter war ja alle zwei ganz voll durch. Dahinter war Autobahn. Hat Sashi gerade erzählt. Na bitte. Ah ja gut. Zurück. Nee, der ist nicht drüber, der steht so. Weiß nicht in den Lenker. Nee, rückwärts. Du stehst noch gar nicht drüber und kippt gong. Punkt. Ach so, okay. Na gut, durch weiche Material. Reifen und Scheiße. Ja. Soll ich mal am Gas spielen? Warte, warte. Warte, mehr kann ich nicht, rollt die mir weg, ich hab keine Bremse hier. Ich hab die Angst, dass ich noch voll. Ja, jetzt bremst du ja auch. Ja.
geht gerade nicht. Komm, 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 ja. Jawohl, der Rest ist Kindergarten. Ich hab da Angst. Das ist alles gut. Jeder hat seine Hemmung. Hast du es geschafft? Super. Weiter geht's mit dem nächsten. Ja, hier ist noch mal ein bisschen mehr. Hältst du die alleine? Hier, wollt ihr mal helfen oder wie ist das hier? Ich kann nichts ändern. Also nö, die wollen nicht. Sollen wir denn helfen? Ist doch alles easy. Dann festhalten mit da oben. Ich kann nicht helfen. Ich habe nur eine Hand frei. Hier mal bitte. Sieht gut aus, Sashi. Das ist schon. Ja, schon ordentlich. Vor allem der gleiche Winkel gleich wieder hoch. Ja, ich muss mal den ganzen Brett da vorne gleich wegschieben wahrscheinlich. Wenn du Schwung hast, kannst du die nächsten zwei mitnehmen. Ja, Freunde, hier sind wir schon am Ende des Videos angekommen. Vielen Dank fürs Dranbleiben, fürs Zuschauen. Wem es gefallen hat, ein Like nicht vergessen. Wer es noch nicht hat, ein Abo. Ich habe nicht geguckt, ganz viele von euch haben hier kein Abo, gucken aber meine Videos. Prinzipiell erstmal richtig, aber Abo wäre natürlich die Unterstützung für mich. Und wer mehr wissen will um das Ganze drumherum, Instagram kann ich nur empfehlen. Buggy Atze, da bin ich nochmal zu finden und da sieht man das, was man hier auf YouTube nicht sieht. Okay, denkt dran an das Gewinnspiel. Alle Infos habt ihr jetzt. Also das Video, was ich jetzt hier oben anzeige, ich habe es gelernt, dass es links oben ist. Angucken, mitmachen und wie gesagt, ihr braucht, jetzt kann ich es ja sagen, Schlafsack und Zelt. Wird euch gesponsert von dem lieben Danny mit seinem Offroad-Shop. Okay, das soll es gewesen sein. Vielen Dank und ich hoffe, es hat euch gefallen.
Ciao, ciao. Bis zum nächsten Video. Euer Bagierze.